Spielstadt der Waldrasse. Stadt der Waldrasse. Ohne Scheiß. Hat man sowas schon mal gehört? Leute, das ist echt, das ist die Welt. Ja, das ist jetzt im Prinzip unser Auftrag. Einen wunderschönen guten Nachmittag. Wir begrüßen euch herzlich in unserer großartigen Dreierrunde bei Kingsfield 4. Ja? Altbekannt. Altes Intro noch. Ein sehr, sehr geiles neues Intro für uns drei in der Mache. Ach, haben wir gemacht? Ja, ist also das ist das alte, wo mein Name falsch geschrieben genau. ist. Im Ernst jetzt? Alter, ich dachte, die kommen selber drauf. Er kriegt aber einer aufs Maul heute Abend. Altes Intro, neue Sitzgarnitur. Ja, oh, ne? Colin, der Mann mit dem Bohrer, folgt dir, glaubst du. Schön, schön. Es wird ja im Hintergrund gebohrt. Das soll uns alle davon natürlich nicht abhalten, die spannenden Abenteuer, die wir letztes Mal begonnen haben, heute hoffentlich weiterzuführen. Ja, mit kartografischer Expertise jetzt haben wir das alles schwarz auf weiß. Genau. Dennis, erste Frage, ganz kurz fürs Protokoll. Wir befinden uns jetzt in dem Stein, in dem Raum, wo dieser grüne Stein ist. Also wir sind letztes Mal ja zurückgegangen zum Speichern und haben uns quasi mitten im Abenteuer, mussten wir uns aus Zeitgründen verabschieden von euch da draußen. Und wie angekündigt, haben wir gespeichert und genau da geht es jetzt weiter. Im Idealfall zurück zum Schlangentempel. Nennen wir ihn Schlangentempel? Ja, das sind doch Schlangenmenschen, oder? Genau. Ja, wie soll er sonst heißen? Also es war ein Schlangenmensch bisher. Ja. Und Mensch ist egal. Ja, gut. Wenn du aus der Tür rausgehst, musst du dich rechts halten. Ach hier, das ist der Hauptraum. Wie nennen wir den nochmal? Maya-Pyramide. Genau, das ist Maya. Welche Ebene sind wir nochmal hier? Genau, da musst du rüber. Das müsste die mittlere Ebene sein, denn jetzt läufst du praktisch den Weg, den wir gegangen sind, um zum Feuer, zu den Feuerfallen zu kommen. Mhm. Was du jetzt natürlich nicht vergessen darfst, worauf wir auch auf YouTube hingewiesen wurden, die letzte Ampulle. So, ja, wir wollten mir nicht eine kaufen. Oh ja, da war was. Das war wir sind du gehst jetzt den Weg praktisch geradeaus links, ne? Genau. Oh. Ja, apropos Karte, wir haben ja auch schon vor etwas längerer Zeit eine wunderschöne Karte gepostet bekommen von einem User im Forum. Mhm. Und einige sagen, wir sollen die benutzen, andere sagen, wir sollen sie nicht benutzen. Und ich für meinen Teil würde sagen, wir wollen ja hier weder einen perfekten Playthrough hinkriegen, noch Dienst nach Vorschrift im Sinne von Dienst nach vorgefertigter Map machen, sondern hier gemeinsam entdecken, was passiert, oder? Also ich würde diese Karte eigentlich nicht zwingend ins Abenteuer einbauen. Die ist auch nicht sehr einfach zu lesen, weil das ist ja schon ein dreidimensionales Spiel und diese Karte versucht das auf eine 2D-Fläche darzustellen. Und wozu haben wir Dennis sonst? Genau. Also ich würde die Karte aber, glaube ich, nutzen, auch um das Forum ein bisschen mit einzubinden. Man könnte theoretisch diese vorgefertigte Karte in Abschnitte einteilen und man könnte theoretisch nach jeder Woche auf dieser Karte mit einem roten Stift... Das hört sich nach Arbeit an. Da fällt man Kartografen dann. Okay. Könnte man theoretisch den Weg einzeichnen für alle im Forum zu sehen, den wir gegangen sind. So, dass jeder vor der neuen Kingsfield-Session in den Thread reingucken kann und sehen kann, okay, da sind sie letztes Mal durchgelaufen, ohne sich nochmal durch die YouTube-Videos durchzubringen. Oh, klingt doch nicht so scheiße, oder? Ja. Weißt du, was das Problem ist? Nee. Wir probieren das mal aus. Kingsfield-Uhrzeit ist immer so kurz nach meiner Mittagszeit. Ja. Und ich habe gerade eine verschlungen. Eine Mittagszeit? Und dann habe ich ja ein bisschen, Wobei, ich habe dem Michael Krugmann ein Stück abgegeben und ich habe gemerkt, das ist eine ganz blöde Idee, weil mein Körper auf 6 Stücke Pizza konditioniert ist und jetzt habe ich nur 5 gegessen und jetzt fehlt mir dieses letzte Stück. Das ist so ein bisschen, jetzt bin ich in Balance mit meinem Biorhythmus. Ja, was für eine Ausrede für ein reichhaltiges Abendessen. Ja, ne? Ist doch auch gut. Oh Mann, ich muss dich mal einladen. Ich habe mir einen Reiskocher gekauft jetzt und gestern voll Reis abgekocht beim Fußball. Oh, da musst du ein bisschen, so ein mit der von innen, so einen typischen asiatischen. Ja, genau, so einen typischen. Wie heißt das aber mit so einem Teflon-Topf, ne? Ja, da ist so ein Topf drin. Ja, also genau. ich habe große Erfolge gefeiert. Ich hatte mal einen. Ja? Und da ist irgendwann die Teflon-Beschichtung abgegangen. Ja. Ich habe da nichts drin rumgestochen. Wie teuer war der denn? Ah, der war verhältnismäßig günstig. Ja, siehst du, weil, okay, die müssen nicht ewig halten, aber es gibt welche, die kosten über 1000 Euro. Das sind so richtig, ich war richtig neidisch, weil da sind auch geil mit chinesischen Schriftzeichen so, weil die werden extra importiert, die gibt's nur in Asien und das sind so, die sehen aus wie Roboter. Die sehen richtig geil aus. Die haben ganz viele Knöpfe und boah, die sind groß und die sehen richtig hübsch aus, weil normalerweise Reiskocher sind total hässlich. Ja, aber wie viel hast du denn ausgegeben? Meine hat 30 Euro gekostet. Na, also das nur. Ich wollte gerade sagen, du kennst das doch, bist du im Internet? Wir hören uns in 2 Wochen, wenn dein Teflon abgeplatzt ist. Ja. Also in der Preisklasse war meiner auch. Ich bin übrigens gerade im Hintergrund am Verkaufen. Die Holzschuhe wollten wir verkaufen, ne?
Weil ich brauche das noch. Hat denn einer von euch jetzt mal so während der Zeit mal geguckt, ob man den ganzen Scheiß behalten muss oder ob man das vielleicht. Ja, natürlich. Nee. Das eine Ding hätten wir mal gucken müssen, was da 13.700 gekostet hat. Ja, ne? Das war der, vielleicht können wir das ja. Kannst du das nicht jetzt noch machen? Ja, das kann ich mal. Ich habe ja hier das Internet. Hier, das Geistarmband für 37.500. Also was vielleicht auch gut ist, ändert momentan Geisteszustand, klärt Zauberkräfte. Das mag ja auch gut sein, aber 37.500 ist auch sehr gut. Also vielleicht ist das besser. Da könnte man auf jeden Fall mehrere Reiskocher von kaufen. Oh, ja, ne? Man könnte, oh, du könntest ein ganzes Dorf. Ey, aber kann ich nur empfehlen, ist so super. Ist halt auch voll gesund so. Und Kartoffeln, zieh dir mal den Vergleich an. Wie aufwendig sind Kartoffeln? Du musst die Dinger hier waschen, dann die Schale abpulen, dann nochmal kochen und dann die ganze Kacke abwaschen, weil du voll viel Dreck gemacht hast. Und bei Reis, haust das Ding rein, mach's an, bam, fertig. Kannst du super noch eine Schale essen, wenn du dich nicht so anstellst? Ja, nee, das ist ja wie bei diesen Hibby-Burgerbuden, wo die jetzt alle Pommes mit Schale anbieten. So, da stehe ich nicht so drauf. Naja, sagen wir mal, ich esse gern mal Reis, aber ich esse auch gern mal Kartoffeln. Ja, ja, das stimmt. Deswegen, das stimmt. Aber du hast ja auch nichts zu tun zu Hause und wahrscheinlich dann die Zeit, dann das zu machen, weil ich meine, ne? Kartoffeln so richtig kochen? Ja. Ich bin schnibbelfaul. Das übernimmt meistens meine Freundin. Also alles, was mit Gemüseschnibbeln zu tun hat, das macht sie. Kochen und Fleischbehandlung, das ist meine. Das ist der meine Colin Aufgabe. Und seine Fleischbehandlung. Jetzt lass uns mal kurz zum Thema kommen, bitte. Ich habe jetzt gerade die Ampulle gekauft. Und würde jetzt schnell zum Geistbrunnen zurückwarpen, um da die Ampulle mit Geisteskraft aufzufüllen. Vielleicht sollte man denn jetzt am Anfang auch nochmal. Ich weiß, Backtracking und sowas ist natürlich immer, wir wollen ja auch vorankommen. Aber jetzt, wo du die Ampulle hast, vielleicht jetzt trotzdem nochmal danach dann speichern. Machen wir. Genau, damit wir es nicht beim nächsten Mal nochmal machen. So sieht's aus. Ich kann kurz was aus dem Chat vor diesem, bevor es weg ist, weil da kam gerade mal eine Frage. Und zwar wird gefragt, ob wir das in 4:3 spielen, weil der Chat sieht das in 21:10. Oh ja, da ist noch mal eine Schippe draufgelegt. Ne? Ja, das ist ein bisschen ungünstig. Also wir spielen es. Das Spiel ist natürlich original nur in 4:3 ausgerichtet. Und ja, ihr habt im Prinzip. Es ist ein bisschen gestreckt, ne? Aber ich finde, das stört gar nicht. Vielleicht kriegen wir das noch mal hin, das auf 4:3 einzustellen und dann einen schönen Hintergrund zu machen. Ja. Aber man hat sich auch dran gewöhnt, ne? Ja, aber vorher müsst ihr euch da draußen alle auf 4:3 Monitore noch mal zulegen, finde ich. Vorher machen wir das. Genau, dann müsst ihr das einfach. Dann sind wir halt ein bisschen schlanker und größer, was in meinem Falle. Ich hätte kein Problem mit. Aber ja. So. Das war das. Wir machen genau das. Also wir müssen nicht viel backtracken, weil wir in der guten Situation sind, dass der Teleport ein Hinwarp und ein Wegwarp-Stein hat. Und wir jetzt eben hier schnell aufholen können. Und dann Karte genau wissen, wo wir hin müssen. So. Ich möchte dann aber auch noch. Schau an. Rainbow Colors. Der hat mir gerade einen Hinweis. Ich weiß jetzt nicht genau, wer es geschrieben hat. Ob es der gute Therion, der, so heißt er, glaube ich, der immer bei YouTube immer sehr aktiv ist. Ich glaube, der ist mittlerweile auch im Forum aktiv. Hat nochmal darauf hingewiesen, wir sind ja jetzt in diesen, wir haben ja praktisch diese Feuerpassage durchwandert und sind dann bis weiter. Bis auf den Bossgegner? Bis auf den Bossgegner, genau. Ja. Und sind in diesen Schlangentempel gekommen. Und natürlich ist es interessant, da reinzugehen. Jedoch hat er darauf aufmerksam gemacht, dass wir eben noch einen Feuerboss und einen Dunkelheitsboss offen haben. Bosse. Die wir so besiegen könnten, wie wir jetzt sind, der Schlangenboss aber eben nochmal eine Nummer härter wäre. Ja, okay. Okay, also an den Feuerboss kann ich mich erinnern, da hieß es aber irgendwann mal, vielleicht war das auch derselbe User, der da groß gesagt hat, oder auch nicht groß, aber er hat halt geschrieben, das ist so der schwerste Boss im gesamten Spiel. Und das ist für mich so wie so ein Angst-Damokles-Schwert, was jetzt über mir hängt. Aber vielleicht gibt es aktuelle Entwicklung im Chat. Ja, aktuelle Entwicklung im Chat. Unser Untertitel heute ist ja Kartoffeln oder Reis. Und der Zaldun, oder wie er heißt, hat es auf den Punkt gebracht. Im Grunde ist es scheißegal, was man isst. Da bin ich mit auf seiner Seite. Oder was? Hauptsache gekocht? Oder? Hauptsache es schmeckt. Nee, keine Ahnung. Aber ich hasse mal diese Diskussion von Leuten. Ey, das hier ist gesund und hier hast du Proteine oder Kohlenhydrate und die ganzen Sachen. Ist keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich habe mein ganzes Leben nicht drauf geachtet. Das hat irgendwie keine Auswirkungen gehabt. Ja, und der ganze Ernährungswissenschaft, da kann ich mit Leuten. Ja, gut, das sagen aber Raucher auch. Ne? Ich habe mein ganzes Leben lang geraucht. Mir geht's doch gut. Und ja, das stimmt. Also ich möchte ja ganz gerne mal anfangen, darauf zu achten, was ich esse. Was isst du denn? Zu wenig. Zu wenig? Zu wenig, zu falsch. Zu wenig, zu falsch. Also ich esse zu viel, zu falsch. Das ist mein Problem. Was hast du denn gegessen gerade? Hast du überhaupt schon was gegessen? Ich habe heute, ja, ich hatte ja nicht viel Zeit heute leider. Bla bla. Und habe, was habe ich denn gegessen? 2 Prinzenrollenkekse. Und davor heute Morgen ein Müsli mit Joghurt und Leinsamen. Das ist so mein Frühstück, was relativ lang vorhält.
und nicht so dramatisch. Das klingt jetzt schon. Ich weiß, langsam klingt so wie... Sehr exotisch. Ja. Aber es geht, weil es hat viele Ballaststoffe. Das ist das Thema war. Aber heute Mittag hatte ich tatsächlich nur so ein Püree, gieß Wasser dazu und du hast ein vollwertiges Töpfchen. Ah, okay. Also, ne, ihr kennt ja, die sind super. Ihr liebt oder hasst es. Das ist wunderbar, dass wir in der Zukunft leben, dass sowas funktioniert. Ja, aber mehr leider nicht. Und jetzt neide ich dich. Ich meine, hattet ihr schon warmes Mittag? Was hast du nicht? Ich habe heute Morgen einen Smoothie getrunken plus eine Packung von diesen Mini-Karotten. So eine Tüte. Mhm. Und eine Reiswaffel. Aber die Mini-Karotten sind auch geil. Das ist ein guter Snack. Und Reiswaffel. Fallen mir nicht vom Fleisch, Colin, sagt Panda Black. Ja, nee, da ist leider noch. Also, da habe ich noch. Kann ich noch einige Meter fallen. Dolby hatte gerade einen Döner. Oh. Und Karius sagt, Falsches schmeckt frittiert am besten. Falsches oder alles? Falsches. Falscher Hase frittiert. Ey, Fritteuse ist die schlimmste Sünde, die man sich in die Küche stellen kann. Jetzt, pass auf, hätte, du läufst jetzt in den Raum. Genau. Das ist dieser, wo eine Treppe runtergeht, wo du links in so einen Übergang kommst. Da ist jetzt, müsste links so ein Schlangenkrieger sein. Genau. Nach diesem Gang. Hier sind wir ja letztes Mal, also aus diesem Areal sind wir geflohen, aus Gründen. Weil wir hattest du jetzt nochmal gespeichert? Haben wir jetzt die Fiole? Ja, wir haben die Fiole. Ich habe sie auch gefüllt, aber... Danke nochmal für die Erinnerung. Der Weg ist nicht weit. Es tut mir sehr, sehr leid, liebe Zuschauer. Zentral. Das Ding ist... Aber irgendwas habe ich hier aufgeschrieben. Ich habe nicht gespeichert. Ich bin so im Souls. Nein, warte, lauf nicht zurück. Wenn du hier durchgehst und du gehst hier dann praktisch auf der anderen Seite durch die Tür, ich habe jetzt hier Zentralturm. Das heißt, wir kommen da wieder hin. Das heißt, du musst nicht diesen ganzen Weg zum Speicherpunkt zurückgehen, sondern du wärst direkt wieder da. Ich glaube aber, oder ich erinnere mich, dass da die Brücke noch oben war. Da hatten wir keinen Brückenstein, um die Brücke runterzulassen. Deswegen die Verbindung blieb uns verwehrt. Wir müssen jetzt. Wir werden es gleich. Also, ich bin sehr sicher, aber ich. Wär's du hast recht. Was sind denn diese Brückensteine? Sind das die aussehen wie Kronen oder die wie Froschfüße? Ne, die Froschfüße sind so normale Türsteine. Dinge, ne? Okay. Kennt man ja. Das sind die Türsteine. Nicht wie Kronen. Begrenzungskronen waren für die Trolle. Ja. Das waren so Dreiecksklüppel. Gucken wir uns das gleich mal an. Ja, so Steinklönter. Hier sehen wir doch direkt das, was. Sowas suchen wir. Ach so. So die Triforce-Dinger da. Ja. So ein Ninja-Stern. Genau. Und ich glaube, die Verbindung, die du meinst, das ist die da. Das müsste die sein. Genau. Und da stimmt, kommt man außen nicht rum. Ja, und da fehlt uns nämlich noch der Verbindungsstein. Aber in diesem Fall ist das ja kein so weiter Weg. Aber hat denn der Chat eventuell schon auf die Frage Feuerboss, Dunkelheitboss oder Schlangenboss eine Antwort? Ich glaube, da haben wir nie eine konkrete Frage gestellt. Magst du die einmal formulieren? Welchen Boss sollten wir als nächstes angehen? Sollten wir, wie im letzten Part angekündigt, den Schlangenboss angreifen, den Schlangentempel, oder sollten wir zurückgehen, um den, ich denke, es war der Dunkelheit-Boss, den wir hatten, der geflogen ist mit den Pfeilen, oder sollte man, wie scheinbar schon früher mal versucht, den Feuerboss? Okay, Schlange, Dunkelheit oder Feuer? Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, ich warte mal 20 Sekunden ab und dann werde ich das mal hier überschlagen. Also wie nochmal meine Erinnerung daran ist, Feuerboss soll der schwerste sein, weiß ich aber, kommen wir glaube ich hin, weil wir den Warpstein noch haben. Hm. Dunkelheitsboss hat letztes Mal Ressourcen gefressen, inklusive, der hat ja alles gedrained, was man so hatte. Mhm. Das war ganz schlimm. Und ich meine, Schlange ist immerhin noch ein weiter Weg. Also hoffe ich mal, dass da noch ein kompletter Dungeon vor uns liegt, der natürlich auch reizvoll sein kann. Also Dunkelheit ist schon mal raus, das sagt so gut wie keiner. Guck mal, wir haben ein geiles Logo unten rechts jetzt. Ja, derbe. Das haben wir nie gesehen. Ja, hoffentlich kommen wir vor nicht fürs Gericht. Ey, ist Copyright. So, also Dunkelheit ist raus. Es ist ein Wettrennen zwischen Feuer und Schlange. Und ich warte noch mal ein bisschen, weil es wirklich sehr... Schlange zieht natürlich, weil es ein noch unbekanntes Gebiet ist. Ja, vielleicht ist es auch keine Schlange, aber Codename Schlangenboss. Ich hoffe, das war jetzt kein totaler Spoiler. Den Reis kannst du behalten, du falsche Schlange. Reis kannst du... Gib mir das Geschnetzel für den Reis kannst du behalten. Also ich glaube, Schlange liegt vorne. Ganz knapp vor Feuer. Wir werden jetzt mal geschätzt. Wir hätten noch einen Vote starten können, aber wollen wir die Regie nicht stressen, ne? Nee. Das Problem ist, so, nochmal fürs Protokoll. Rechts, Schlange. Nee. Wo ging's zum Zentralturm? Rechts. So, brauchen wir nicht checken, oder haben wir gewusst? Da bist du gleich beim letzten Mal durchgelaufen und dann standst du vor der offenen Tür. Dann nur noch einmal um diesen halben Blindspot auf unserer geistigen und konkreten Karte noch einmal zu schließen. Aber hier ist jetzt die Verbindung zum Zentralturm mit der Brücke, die noch oben ist. Genau. Oben ist, genau. Ja, da. So. Und hier ging es, glaube ich, auch mal links und rechts. Nee, da geht's nicht. Da war nichts, da ist ein Loch.
denn da hinten? Ich will mal gucken. Ich meine, springen kann man hier eh nicht, insofern ist das alles. Okay. Kommen wir dann. Da hinten, aber da ging es, glaube ich, da nee, war auch guck nichts, mal, da ist doch schon der. Oh, da ist aber ein Durchgang. Den haben wir noch nicht gemacht. Nee? Glaube ich nicht, oder? Mal rein da. Gehen wir da mal rein. Das dürfte, wenn die Map-Struktur ungefähr ähnlich ist, dürfte da ja jetzt nur ein kleiner Raum hinter sein. Eigentlich schon. Ich erinnere mich auch. Doch, wir waren ja, glaube ich, vielleicht sogar doch schon. Ich glaube auch. Da sind wir, glaube ich, rausgekommen, oder? Guck mal, Fässer. Was geht hier? Okay. Ist doch irgendwie, hier sitzt doch jemand. Ich schlag mal einfach kaputt. Das sind, glaube ich, Normalfässer. Hm. Ein bisschen Angst, weil so vielen Fässern hat man so ein bisschen Angst, dass... ein böses Bei ist. Ja, oder das... Oh, da hinten eine Truhe. Oh ja. Seid ihr sicher? Guck mal, da waren wir noch nicht. Krass. Da hinten... Ah, vielleicht wollte man uns rumessen. Und da ist ein Stein, eine sogenannte Steinspalte. Kalt und trocken. So. Trick-Truhen gab es ja, glaube ich, noch nicht. Was ist das denn? Ein Klumpen... Ein Ködel. Kaugummi. Ein Augapfel eines... Triceratops. Ja, ich glaube, er seine Vorhaut. Guck dir das mal genau an. Schnupper mal. Warte mal, einen kleinen Husten. Da. Ein Kraftsamen. Stärkt den Körper für kurze Zeit. Aber überall, wo kurze Zeit steht, ja. Ich weiß, wir wissen alle, wie es läuft. Das sind bis Sachen, zum die man Abstand, nie wenn ein Schwertschlag wahrscheinlich. Obwohl, nee, das machen wir irgendwann mal mit. Wir speichern und dann wird das alles mal ausprobiert, um zu gucken, was passiert. Ne? Okay. Dann machen wir so richtig an auf Großkotz. Oh, guck mal, links könnte auch noch was sein. In der, da hinten in der höheren Ecke. Schmodderecke. Oh, Fass. Schön, dass da, ne? Sonst ist man geizig mit Informationen. Aber wenn ich hier klicke, Navigator, was ist das? Was? Oh, das ist aber... Das ist eine Falle. Nee, das ist nur das Licht. Weißt das du? War auf der anderen Seite auch so. Ach, weil hier oben... Ja, okay. Übrigens hat jemand unter dem YouTube-Video geschrieben, nachdem wir ja auf gut Glück die Gesichter in der Wand verschwinden haben lassen, erinnert euch, in dem Feuerraum. Ja. Wenn man die Fackel angemacht hat, soll eins dieser Gesichter eben anders ausgesehen haben. Ach so. Das ist uns natürlich aufgefallen, weil, glaube ich, das Gesicht vor der Fackel dann... Ach, und das haben wir aus Versehen dann angeschossen und richtig gemacht aus Versehen. Okay. Das ist auch so ein Souls-Vorläufer-Style, ne? Dieses viel Inventar rein, gerade im neuen Teil. Extrem viel, was man kaputtrollen kann, was man hier nicht kann. Es ist aber nichts drin. Was Sekunde mal. Ja, ja. Ist eine richtig... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt, ob das hier einer vorgeschlagen hat, ob ich das richtig verstehe, aber was haltet ihr davon, wenn wir das als Speedrun gelten lassen? Weil es gibt noch keinen und damit wären wir Erster. Ach, du meinst, wir setzen den Weltrekord? Wir setzen den Weltrekord. Ja, das machen wir. Nice. Das ist sehr gut. Also eigentlich bräuchten wir denn jetzt unten einen Timer, der Monate, Wochen, Tage anzeigt. Bestimmt macht sich jemand die Mühe, die Moderation, die Anfangs- und End- und Übergangsmoderation rauszuschneiden. So, und ich muss einmal hier gegen klopfen. Okay, das Protokoll da auch. Das Problem ist wirklich, dass auf unserem Fernseher, möchte ich behaupten, das Bild noch schlechter aussieht, als das, was ihr serviert bekommt. Ihr bekommt quasi die gefilterte Edelvariante. Mhm. Und wir haben so ein... Hat unser Fernseher denn hier und jetzt den Grünstich oder ist unser Fernseher hier einfach zu blau? Ich habe das Gefühl, unser Fernseher ist zu blau. Oder? Mir aber gefällt das auch so, besser. Ne? Ja, das ist irgendwie... Aber die Verzögerung ist so ein bisschen... Mhm. Ich kann nicht danach spielen. Das ist ein bisschen irritierend. Naja. Gut, gehen wir zurück. Also... Raum war Sackgasse mit Items, ich glaube, und Fässer. Willst du denn hier unten noch die Tür checken oder willst du lieber direkt zum Schlangentempel? Ich würde gern. Die Tür haben wir letztes Mal nicht gecheckt, ne? Nein. Die da unten war. Sollten wir die doch mitnehmen. Liegt ja auf dem Weg. Oh. Guck mal, der kommt mal nicht der... rein. Der kommt nicht rein? Nee, der kommt nicht rein. Soll ich den mal. Sollen wir den mal mit Fernattacke, um unseren Wind aufzuladen? Mach mal. Oder ist das. Guck mal. Ja? Aber es ist sehr fern. Da treffe ich wieder. Ach komm. Ja, aber du musst die Spells ja auch üben, ne? Ja. Deswegen, aber ich glaube, nur Treffer gelten als... Ja, was musst du dann? Treffen? Treffen. Die Distanz war so weit, weißt du? Da schieße ich wieder. Achso, okay. So, versuchen wir so ein bisschen größeres Ziel zu haben. Oh. Oh, oh, oh. Ah, okay. Oh, was ist das denn für ein lustiger Feuer? Feuer ist schon mal nicht so weit. Aber ich würde sowieso lieber... Ich hatte bessere... Der sieht zwar nicht so geil aus, der... Curador fragt übrigens gerade, ob du nicht sogar einen Brückenkopf im Inventar hast. Können wir noch mal gucken, aber ich glaube nicht.
So, das ist das Windschwert. Das ist auf Ebene 2 immerhin schon. Vielleicht kann man das auch in den Zahlen sehen. Es hat jetzt 75 Windattacke. Und das finde ich ganz anständig. Mhm. Also damit konnte man irgendwie besser gucken, ob die Distanz dadurch auch länger ist. Das ist ja leichter als Feuer, ne? Ja, klar. Oh, ja. Krass, geht da voll nach unten ab. Jetzt können wir, jetzt ist der große KI-Check. Der steht jetzt unter dir. Wird er in der Lage sein, die Treppe zu benutzen? Der steht unter dir und schlägt in die Luft. Ach da! Schaut euch das an. Hätten wir nicht entdeckt, wenn wir jetzt nicht runtergeguckt hätten. Okay, vielleicht haben wir Glück und er läuft im Kreis. Natürlich haben wir kein Glück. Der ist doch smarter, als ich dachte. Ich meine, er erwartet, dass wir den ersten Move machen jetzt. Ja, klar. Hier wird jetzt von Digger MC vorgeschlagen, die Musik leiser zu machen. Ich würde die Frage direkt zurück an Chat geben, ob mehrere Leute der Meinung sind. Diese Musik, die ist doch... Okay. Warum? Weiß ich nicht. Also vielleicht ist das Ingame einfach zu laut auf dem Stream, weil bei uns ist es ja wirklich leise. Na, oh, doch, rasiert. Schön. Der wir voll den Skype. Mal guck dir den an, den kleinen. Komm da hoch. Nein, kommst du nicht hoch? Nee, nicht leiser machen. Sollen wir so lassen. Ja, jetzt hat er sich wieder beruhigt. Zalotzi. Gut, Trefferzone, Frage. Ah, kann man hier natürlich nicht erwarten. Ja, guck nur, ne? Würdest du auch gerne so eine Fallattacke machen jetzt, ne? Ja. Ja, ich finde es immer schön, dass die, er war offensichtlich intelligent genug, sich komplett auszustatten und anzuziehen, aber nicht schlau genug, die Treppe zu nehmen. Ja, vielleicht hat die Mutter das ja auch ausgelegt. Das stimmt natürlich. So die Schlange. Bei dir zu Hause. Guck mal, jetzt hat er dich gewittert. Weißt du das? Nee. Hat schon das war der sogenannte Schlangengruß. Einmal mit der Zunge schnalzen. Hm. Die haben ja so einen geilen Sinn mit ihrer Zunge. Ne? Ich weiß nicht, ist das Flehnen oder so? Das hätte ich auch gern. Ja, hält ganz schön viel aus von deinem... Ja. Der ist aber auch stark. Das war einer der stärksten. Hat auch ganz fiese Angriffe. Weißt du, wenn er auf dich zustimmt? Ja, ja, eben. Der hat so eine Multi-Angriff gehabt und so. Oh, es tut mir fast ein bisschen leid. So, aber viel Gold. Oh, 72 haben wir schon üppiger geerntet. Nee, das ist nichts. So, okay. Das? Ja, das ist, glaube ich, nur so ausgestellt. Ich weiß, du denkst das Gleiche wie ich, ne? Aber es ist, glaube ich, nicht. Rechts daneben. Da geht es ja ein Stück weiter rein, ne? Aber ich glaube, das liegt da oben an der... Nee. Das ist ein fucking Vorsprung, Leute. Hast du sowas noch nie gesehen? Ja, schon, aber das ist so minimal. Sieht schon aus wie so ein... Da haben sich die Designer mal ausgetobt hier. Ja, okay. Da ist die Heizung hinter versteckt. Das macht man. Gestern war auch unserem Ding, wo die alle verkleidet waren. Ist gar nicht schlecht, die Idee. Macht den Raum nur kleiner. Großer Friedhof. Das klingt natürlich abenteuerlich. War hier auch ein Stein? Nein. Also, euer Vote. Großer Friedhof betreten oder den weiten Weg zur anderen Seite der Tür machen, des Ganges. Okay. Okay, ich mach mal die Tür zum großen Friedhof auf. Dennis, bist du am... Bist du? Ja, ja, mach ruhig. Alles klar. Hier geht eine Treppe runter beim großen Friedhof. Es wäre geil, wenn Dennis das auch wie bei alten Dungeon Crawlern jede Ebene auf einem anderen Zettel hätte, dass man direkt drüberlegen könnte. Das versuche ich tatsächlich so zu machen. Also der alte, der große Friedhof ist zu. Da ist eine vierte Tür runter zu einem Gatter und das ist noch verschlossen. Ich gucke jetzt mal einmal kurz ins Inventar nach diesem Brückenkopf. Ich glaube aber nicht, dass wir den haben. Ich glaube, der Chat hatte sich auch umentschieden und würde jetzt auch gerne den Friedhof anstelle des vorangegangenen Bots. Ja, geht leider nicht. Nee, die finden es gut. Öffnungsstein haben wir, zwei Öffnungssteine. Haben wir nicht. Dieser Brückenkopf, den hätte man auch gesehen, wie gesagt, das wäre so ein Triforce. Ist verschlossen. Okay, und ich gehe jetzt gegenüber, ne? In den Raum rein. Das ist hier unten. Liebe Regie, wir haben jetzt eine Uhr hier. Ich sag's mal fürs Protokoll, ich glaube nicht, dass diese Uhr tatsächlich... Oh! Speichernauten und ganz viele Treppen. Dennis, jetzt kommst du an deine Grenzen als Kartograf. War das nur ein Raum? Oder war da ein Gang zwischen? Das war nur ein direkter anschließender Raum mit einer Speicherstatuette. So, speichern wir direkt mal wieder. Haben wir nicht schon das Moonlight Sword? Nein.
Das wäre ganz nah. Das wäre schön, mal. Ja. Ja. Achso, was mit der Uhr ist, fragt die Regie. Das ist schön, wie wir nonverbal quasi kommunizieren können. Die sagt uns noch 18 Minuten. Und das kommt 18 Minuten, aber wir haben doch keinen über dreiviertel Stunden Steak bis zur ersten Werbung. Das hält doch meine Blase niemals. Ja. So, don't question the Regie. Nee, ich schau, will auch niemandem in seinen. Ja, rechts geht eine Treppe hoch. Rechts geht eine Treppe hoch. Schon Bescheid. Ja, ich wollte es ja nur einmal gesagt haben. Die geht natürlich dann wieder in den. Mit einem Pfeil nach oben. Ja, stand da gerade 26 Stunden Spielzeit, fragt der Chat. Ja. Oh, fuck. Ach, du meinst wegen Speedrun und das ist doch dann gar nicht so kompliziert. Nee, wegen der Zeit der Leute, die wir hier verschwinden. Ich bin jetzt, du bist dran, du bist, ne? Jetzt da die Treppe hoch durch die Tür, oder was? Ja. Oh, das ist spannend. Das sieht aus wie so ein Unisex-Pissoir, wo nur eine Mauer... Du müsstest jetzt ja eigentlich... Der Logik nach müsstest du jetzt ja praktisch in der Nähe der Maya-Pyramide wieder sein. Ja, das werden wir gleich sehen. Hier sind ja diverse Abgänge, aber ich will erstmal die Truhe. Aber es ist irgendwie. Ich guck mal kurz, ob hier gleich was Böses uns entgegenspringt. Nein. Ich glaube, das ist echt die Toilette. Das ist ein Klo mit Deckel hier, dass du da hast. Keine Truhe. Wenn du das aufmachst, weißt du, was sie erwartet. Deckel, wer braucht das schon? Truhe der Waldrasse. Ah ja, okay. Dennis? Du bist da durchgekommen und dann. Wir müssten in diesem Raum dringend die Notiz vermerken, dass hier eine noch verschlossene Truhe ist. Der Waldrasse. Oh Gott. Ja. Da hier so eine Mauer, dann ist hier die Truhe. Wie heißt die Waldrasse? Oder Truhe der Waldrasse, ja. Man nennt sie nur die Ruinen oder so. Ja? Mehr ist in dem Raum nicht. Und doch zwei Türen. Die wieder zur Maya-Pyramide? Die führt wieder zur Maya-Pyramide. Also die Tür, die quasi gegenüber liegt, diagonal sozusagen von der Tür, durch die wir gekommen sind. Auf der anderen Seite die Maya. Aber da müsstest du jetzt ja rechts. Die Maya, ja. Nee. Rechts ist die. Nein, wenn du jetzt rausgehst und jetzt dich die sofort rechts. Oh, da liegt. Dreh dich mal bitte nach rechts. Da müsste jetzt, wenn ganz nach rechts. Mhm. Da müsste jetzt ja die offene. Ja, da müsste nämlich hier. Das passt ja tatsächlich zusammen. Ja, das wäre aber eigentlich auch nicht schön, wenn es nicht so wäre. Oh Gott, das muss ich aber alles nochmal schön zeichnen, weil hier geht's ja nicht. Das ist nicht schlimm. Also, das Problem ist, kommen wir jetzt. Wie kommst du denn da rüber? Da kann ich doch wieder drüber laufen. Wir hatten schon mal so einen Spalt, in dem wir rennen konnten. Okay. Das haben wir uns auch nicht getraut. Da ist doch was an der Wand. Da steht was an der Wand. Ja, da steht bitte nicht rüberlaufen wahrscheinlich. Ja, da steht hier Einkaufszettel, Ablagebereich. Das Ding ist, du hast doch gespeichert. Ja, genau. Wir haben fast nichts zu verlieren. Ich nehme mal ein bisschen Anlauf. Ich glaube, das brauchen wir ja gar nicht. Ich gucke mir noch einmal den Spalt an. Ob hier irgendwie so eine... Oh, sieht alles ähnlich aus. Ne, der also, da würde der mit seiner Rüstung ja feststecken. So. Kannst du gar nicht reinfallen. Eigentlich nicht, aber du hast es ja nicht programmiert. Ich leider auch nicht. Okay, Luft so, anhalten. Also. Aber, ne? Und. Ah! Oh, nice. Ne? Kurz hat es gezogen. Ja, ja. Und wir haben einen. Wie? Ach, das sind Knochen. Warte mal. Ich stehe auf der Karte und kann sie deswegen wahrscheinlich nicht aufheben. Ja. Ist das eine Karte? Oder ein Buch. Buch. Ja, Schmuddelheft. Okay, gucken wir mal. Geil, Skeleton Porn. Ja. So. Alte Landkarte. Das ist die. Das ist, warte mal, ist das die der verloren hat? Wollte irgendein Typ seine Karte wieder haben? Ja, der Typ. Oder verwechselt das mit Dark Souls 2? Nee, Lord Buck. Lord Buck? Der war doch einer, der mit so einer helle Bart oder mit so einem Speer irgendwie so ein bisschen depressiv im Boden. Der neben dem Schlangentempel-Eingang saß. Das kann sein. Ja. Alter, wie viele Karten es gibt. Ne? Das wieso, ist wieso? Oh, guck. Damit ist mein Job wohl überflüssig. Ja, ne? Das zeigt sogar an, wo wir sind. Holy fucking Alter, holy. Was haben wir denn? Also die Frage, wo Norden und Süden ist, ist damit auch beantwortet. So viele Fragen heute geklärt. Und das ist die Ebene da drüber. Das sind alle drei Ebenen. Geh noch mal eine tiefer. Ja, unterste Ebene. Ja, wahrscheinlich, ne? Wow. Das ist natürlich prächtig. Das ist Gold wert. Nein, natürlich nicht. Ja, aber sowas findet man natürlich erst dann, wenn man nach 25 Stunden jemanden dafür engagiert, die Karte zu malen. Dann findet man so einen Stall. Oh. Ich hab's aber. Dennis' Karte ist besser, steht da. Ja, ich hab's aber. Vielleicht ist das auch eine Todeskarte. Also im Sinne, da sind Sachen eingezeichnet, die uns in den Tod führen, aber nicht zum Schatz. Ach, das gefällt mir ausgezeichnet gut. Jetzt haben wir halt ein Backup, Dennis. Das ist, so musst du das sehen. Freut sich der Schöne, aber überhaupt nichts. So, jetzt gehen wir hier durch. Jetzt haben wir aber auch keine Ausreden mehr, ne? Also sprich, Schlangentempel.
Obwohl, da war doch noch, hier war noch eine Tür. Soll ich mal auf die Karte gucken, wo die hinführen müsste? Ja. Oder ob diese Navigations. Kannst du die Karte auf einen Quick-Tastenslot legen eigentlich? Das könnte ich vielleicht. Ah, okay, das geht da rum und dann kommst du da. Hä? Aber du bist ja halt mit dem Rücken zur Tür. Aber wohin gucken wir gerade? Wir gucken nach links gucken wir. Das sieht man am Pfeil doch. Ich glaube nämlich nicht. Pass mal auf. Gar nicht wir sind, wir sind von hier unten gekommen. Das ist jetzt grade, ja. Südlich. Und ich glaube, ehrlich gesagt, durch die 16:9 Verzerrung. Ja, du hast wird recht. Das so. Wir schauen dahin, wo es hell ist. Genau, nicht gucken. Dort, wo es dunkel ist am Pfeil. Weil der Logik nach müsste diese Tür im Nordwesten sein. Du hast vollkommen recht, durch die Verzerrung. Das hätte ich nicht gedacht. Ja. Das ist aber. Ob hier wohl auch Geheimtüren eingezeichnet sind in der Karte? Ich glaube nicht. Oh oh. Wer hat die denn dahingestellt? Ja, das sind Explosionsfächer, da bin ich ganz sicher. Solche Kollegen hatten wir schon mal gefunden. Ich gucke jetzt mal. Wieso bist du dir da so sicher? Weil die dunkler sind. Okay. Das kann nur vom Schwarzpulver kommen. Ja. Guck mal. Ne? Ja. Das ist ja der Speicherraum. Aber warum stehen hier oben Explosionsfächer? Sollen wir die mal sprengen? Schieß mal was gegen. Weil, überleg erst nochmal. Vielleicht geht damit eine Geheimtür auf. Also man kann sie aber auch nicht physikalisch runterpushen oder so, das geht nicht, ne? Nee, ich kann sie schlagen, dann ist vielleicht schon die Gefahr, ich bin nicht mehr sicher, ob auch eine Nicht-Feuerwaffe die zur Explosion bringt. Das würde ich jetzt auch nicht rauskriegen. Also nicht. Ich mach mal einen Feuerball, ja? Ja. Bist du nicht überzeugt, Dennis? Ja doch, also bevor du sie sprengst, würde ich gerne einmal alle Möglichkeiten kurz durchsprechen, weil wenn sie gesprengt sind, ist eh vorbei. Aber du hast vollkommen recht, was soll man sonst machen können? Also hier sind einfach keine Gegner. Aber irgendwie glaube ich nicht daran, dass hier jetzt eine Geheimtür ist. So. Ja, man weiß es halt nicht, ne? Aber irgendwie, die müssen auch einen Grund haben. Das ist ja auch die Tür, die ins Nichts führt. So. Ja. Das bringt ja nichts, wenn wir die jetzt sprengen. Naja, aber schau mal nach oben. Was ist oben an der Decke? Das wäre aber eine Innovation in Kingsfield, das oben. Irgendwas Wichtiges. Naja, nichts. Ich kann auch nichts machen. Also ich klicke ja auch schon die ganze Zeit rum. Und da unten, wie gesagt, ist ja die Speicherstatuette. Das bedeutet, also der Gang ist ja eh zu Ende. Mhm. Und, ach komm, das sieht. Man könnte jetzt vermuten, ne? Dass das hier. Dass die Wände hier rechts, die Wand. Ja. Die könnte aufgehen. Soll ich mal einfach gehen? Dahinter ist ein Gegner. Pass mal. Ich mache jetzt mal einen ganz, ganz mutigen. Ich nehme jetzt erstmal Feuermagie. Weil ich habe das. Mein Gefühl sagt mir, dahinter steht ein Gegner. Pass auf, dass du nicht die Antifeuerrüstung anpasst. Hab ich nicht. Ich habe die Zauberrüstung. Ich raff deinen Plan noch nicht. Was? Pass mal auf. Ich nehme jetzt auf meinen Short-Magie-Button. Guck mal, da sind auch so schwarze Punkte an der Wand, wenn du dich bewegst. Als ob das sich. Als ob da, ich glaube, dahinter steht ein Gegner. Das direkt sagtest dahinter. Du jetzt dreimal, ja. Genau. Was ist denn bei der Plan? Mein Plan ist jetzt, diese Wand aufzuschlagen. Okay. Zurückzuspringen, den getan? Gegner anzulocken und dann ein Feuer auf die Fässer zu machen. Alles klar. Und gleich machst du einfach nur Ping. Okay. Ja, gut, Pläne und. Ja, nee, es hätte ja sein können. Es, ne? Okay, vielleicht ist das aber eine Wand. Probier noch mal ein Stück weiter rechts. Es gab eine Situation, bei der ich dabei war, wo wir eine Wand aufgesprengt hatten, aber die konnte man auch erkennen, dass die crumbly war. Okay, ich mache jetzt aber trotzdem den Sprenger hier. Das ist ja, nun, jetzt gibt es ja keinen Grund mehr hier. Bisschen höher. Genau so. Okay. Wow. Okay. Das waren scheinbar keine Explosivfässer. Doch, das schon. Ja. Aber der Effekt geht ist übersichtlich. Schade, das hatten wir heute so schön gemacht. Klar, das Spiel die Wand ist ein bisschen, das ist ein bisschen. Ja, ich glaube, das ist eine Verarschewand. Ich glaube, das ist einfach typisch, das ist der berühmte From Software Humor. Jemus 1984 sagt, das Spiel ist echt lame. Da könnte die auch mal eine Runde E.T. für Atari spielen. Könnten wir. Gute Idee übrigens. Das meint er, glaube ich, zynisch. Meinst du? Ich glaube, ja. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das glaube ich nicht. Aua. Aber es gibt ja auch, weißt du, früher hätte man, meine Oma hätte gesagt, wenn das Spiel langweilig ist, dann geh doch in den Wald und spiel da. Dann also geht, das hat deine Mutter zu dir gesagt? Meine Oma nicht wörtlich, aber sinngemäß. Ich hätte auch nur gesagt, geh in den Garten. Hat sie nicht, aber es ist doch schön, wenn man so jemanden hätte, ne? Wenn dir das Videospiel nicht mehr reicht. Geh doch in den Garten und spiel da. Ja, alte Leute raffen halt nicht so was cool und was nicht cool ist, ne? Memo an den Dennis der Zukunft. Ja. Opa Dennis sitzt die ganze Zeit nur in seinem VR-Zimmer. Schlürft Chips aus der Tüte. So, also. Gut, dann kannst du ja eigentlich ruhigen Gewissens jetzt durch diese Tür gehen, die Treppe hoch und dann Richtung Schlangentempel. Oh Gott, oh Gott. Wenn du dich traust. Ich trau mich. Ich bin ja nicht alleine. Pass auf, dass da vielleicht wieder. Ah, nee, der ist oben, ne? Wenn ist er oben, aber vielleicht ist er noch nicht respawned.
Respawn. Touch face. Also die Layman-Stellen haben wir längst hinter uns gelassen. Also ich merke auch, also mein Adrenalinspiegel ist auf jeden Fall auf 90%. Ja, frag mich mal. Das Pad müsste regelmäßig desinfiziert werden oder gegen ein neues Exemplar ausgetauscht werden. Totgedrückt. Weil sogar mein Angstschweiß quasi den Lack von den Schriftzügen schon ablöst. So. So, da müsste jetzt ja praktisch diese... Genau. Ja. Und hier waren doch diese kleinen Flug. Die sich anhören, als wenn jemand auf einer Schreibmaschine tippt. Warte. Die Wand da. Ist sie normal? Sieht ein bisschen schattig aus, meinst du? Als ob da jemand gegengekackt hat. Also wenn. Ich weiß, was du meinst, aber. Ja, ne, ich glaube aber es. Fürs Protokoll. Ich glaube aber, das. Ah! Schlangenattacke von hinten! Nein, das ist eine Lockwand, absolut. Das sind hier die Schreibmaschinen. Achtung! Ja. Die Viecher wieder. Ja. Ey, es gibt ja echt Viecher, die so groß sind, ne? Diese asiatischen Wespen oder sowas. Da hätte ich noch mehr Angst vor, als vor irgendwelchen, keine Ahnung, Krokodilen oder Spinnen, Megaschlangen oder so. Junge! Alter! Nein, mit Absicht! Okay. Ah! Glück mit Anfänge. Oh! Ich krieg dich. Und er rannt in den Abgrund. Ja. Gut, alter Hans, guck in die Luft. Ich nehme mal wieder meinen, ich möchte das andere Ding verstärken. Auch wenn es natürlich schwieriger ist, damit zu treffen. Mit dem Wind. Gut, du hast jetzt mit dem Feuer nicht unbedingt bewiesen, dass es genauso zielsicher ist. Können wir nicht einfach die zwei Versuche, zwei und drei? Hm? Warte. Oh, vergessen. Oh! Hm? Aber das Kackbiest, das kommt wieder dann. Mann, warum drehst du denn so früh ab? Komm, du kannst das nicht so gut, ne? Nee. Hm. Aber was macht du den Reiz vom Spiel aus? Ach komm, leck mich am Arsch, du blödes kleines Insekten. Ah, gut. Oh, was? Verarscht. Ja, der hat noch kurz gekackt. Vor Schreck aber nur. Jetzt komm her. Bisschen Windstoß. Ja. Machen Tiere ja häufig, wenn sie in Stresssituationen sind, um ein bisschen Gewicht zu verlieren, damit sie schneller fliehen können. Kacken? Ja, eigentlich erpissen, aber ich meine, vielleicht haben die Dinger ja eine Kloake und so, wäre das Gleiche. Das stimmt. Ich hab, also stell dir mal vor, dass Kaninchen kacken zum Beispiel, die kötteln dir gerne auf den Finger, wenn die im Stress sind. Also wenn kurz davor das machen die nur bei dir, würde ich mir überlegen. Woran stell dir mal vor, Menschen würden das machen und du hättest Leistungssportler bei der Olympiade und nur damit er schneller ist als alle anderen, würde er ohne Hose laufen und würde mitten auf die Rennbahn kacken. Ja, obwohl er die Möglichkeit hat, vorher auf Toilette zu gehen, ja. Meinst du? Nee, vielleicht fällt ihm das ja unterwegs erst ein, wenn er denkt, scheiße, ich brauche jetzt noch 1/10 Sekunde, ich muss ihn überholen. Ja. Und dann lässt er einfach fallen. Es gibt ja Experimente, du kennst ja vielleicht Rob himself, der auch immer bei der Jackass Crew war, der immer den 20 Miles per Hour Shit gemacht hat. Und das ist nicht schön. Schokopudding aus der Toilette, aus der Windel gegessen hat. Mm. Oder war das Rob? Nee, das war nicht Rob, das war dieser andere Typ da. Den hatten wir letztes Mal. Doch, Rob himself. Nee, das war nicht Rob. Aaron. Nee, Danger Aaron war es nicht. Danger Aaron war der, mit dem, der immer mit dem Fahrrad irgendwelche Safety First Sachen gemacht hat. Ach Mann, wie hieß denn der? Dave England war das. Ah, das kann auch sein. Ach stimmt, Rob himself war der mit dem blondierten Haaren, ne? Blondiert? Der hat auch immer so blonde Haare. Der so ich glaube, der hat sich nie gewaschen in seinem Leben, geschweige denn blondiert. Ach. So, schön, dass wir das geklärt hätten, denn jetzt erwartet uns hier ein völlig neues Areal. Ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit. Mehr okay, dann lass erst noch mal die Pilze pupsen. Das sind zwei wieder. Ja. Lockpilze. Oh. Die haben nicht viel Gold, das muss man sagen. Da lohnt sich das Blöcken kaum. So, und hier hinter ist neu? Ich glaube schon, hier waren wir noch. Eine graue Höhle ergibt sich vor ihnen. Stimmt, da hattest du, glaube ich, beim letzten Mal nur kurz reingeguckt und dann waren da so viele dann Gegner. Dann hast du dir die Hose gemacht und dann haben wir schnell ausgemacht. Ja. Die Musik. Du meinst das Fiepen? Ja, und das Klavier des Todes. Das gefällt mir hier gut. Ja, Stalaktiten oder Stalagmiten? Beides. Stalagniten oder Stalaktiten? Oben sind Stalaktiten. Das ist einfach zu merken. Stalagniten, genau, der Klassiker.
Ja, stimmt. Bis hier sind wir gekommen und dann haben wir Rückzug gewählt aufgrund der Übermacht von Fledermäusen, weil das sind eine ganze Menge, die hier rumflattern. Oh, guck mal, kannst du zwei auf einmal? Ja. Hat er beim letzten Mal hast du Glück mit dem Schwert zwei. Hatten auf einmal mal so eine Situation. Ja, ne? Wenn du ihre roten Augen siehst, na, sind sie fast schon tot. Tja, ich dachte, es kommt ein Reim. Nee. Siehst du ihre Augen, tun sie dir das Leben aus Augen. Nicht schlecht. Ist das besser so? Ja, das war ein super Haiku. Ja. Siehst du ihre Augen nicht, ihnen schon das Rückgrat bricht. Ne? Also so Eselsbrücken. Oh, ja, ich erinnere mich. Ja, genau. Die Musik ist nämlich nicht nur zur Atmozier, sondern... Da soll ich mir doch lieber zum Feuertempel gehen. Verprügelt erstmal die Leute. Pass auf, rechts ist einer weggestibitzt. Jetzt kommt der links auf dich zu. Hol sie nicht alle. Au, voll auf dem Arsch. Komm her, Beine brechen. Schlangen haben keine guten Augen, wie man sieht. Wo ist er? Ja, wo ist er denn? So hättest du vielleicht eine gute Chance, ne? Er pustet mich an. Schön, macht das ja alles nur. Unterm Rock der Frischluftschock. Wärst du vielleicht auch in der Werbebranche gut auf. Oh. Da verdient man auch mehr. Oh. Geil, eine Pokémon-Karte. Nee. Das ist eine eingepackte Tafel Schokolade mit dem Griff dran. Okay, eingepackte Schokolade mit dem Griff, ist auch nicht schlecht. Das legendäre Schokoschild. Ja. Plus eins auf lecker. Ja. Gut gegen Milchattacken, aber schlecht gegen Feuerbälle. Nuss. So, wo haben wir denn das? Ich mal kurz gucken, aber ich glaube, Schlangenmenschen haben nicht unbedingt Expertise drin, geile Schilder zu machen. Zwar viereckig, das Schild. Das hier ist das? Holzrahmenschild? Ja. Ja, aber das heißt nichts. Es gibt, guck mal, Anti-Zauberschild ist mir schon lieber. Und das ist sogar, was haben wir denn jetzt gerade überhaupt? Ich kann meine Figur, ich kann es nicht genau, das wird ein bisschen irgendwo angezeigt werden. Da. Den Zauberschild haben wir, könnten ihn wechseln gegen Anti-Zauberschild. Wollen wir mal machen? Blau ist besser und rot ist schlechter? Genau. Blau sind aber physische Werte und Wind, Licht, Erde, Wasser und Dunkelheit und Feuer sind natürlich Zauberwerte. Ach komm, wir wechseln mal, weil es so schön ist, oder? Wenn die das tragen da in der Umgebung, dann... Hm. Man sollte ja davon ausgehen, dass wenn du in so einer Umgebung sowas findest, dass es eigentlich gut ist. Hey, komisch, er sieht dich von da hinten und jetzt auf einmal nicht mehr. Und jetzt gib ihm Klapp. Don't question the KI, Dennis. Nee. Das ist... Ich glaube, wenn die hier smart wären in dem Spiel, wäre das aber gar nicht spielbar. Auf diese große Treppe kommst du noch nicht durch, weil da Feuer ist. Viel Mana hast du aber nicht. Nee, aber wir haben 4 Ampullen ja mittlerweile. Ah, okay. Ja, du musst sie ja auch echt benutzen, damit es am Ende ein bisschen was bringt. So, jetzt hau ich mal einen drauf. Ja, das machen wir. Ich will erstmal sicherheitshalber das Mana reinschmeißen. Mana. Die die habe ich. Da war wohl doch noch eine ist leider dumm. Der Chat fragt, ob du immer noch mit dem Wasserschwert spielst in Form von Pulle 23. Das und das heilt uns, oder was? Genau. Okay, aber wir haben jetzt voll Energie, ne? Ja. Man könnte in der Werbung vielleicht mal das Schwert wechseln, weil das haben wir, glaube ich, sehr, sehr lange. Nur als kleiner Vorschlag und Anfrage aus dem Chat. Aus Gründen der Spannung oder was ist dahinter gedacht? Ja, vielleicht ist der Abwechslung. Okay. Ja, dann machen wir das gleich mal. Aber das machen wir nicht in der Werbung. Das machen wir natürlich, denke ich mal, vorher. Nachher. Denn ja, jetzt ist Werbepause. Und, mach was. So ein Zufall. Und dann werden wir gleich schön wechseln. Bis gleich.